Ich bin ein Leber, ein kleiner Wicht. Ich bin ein Wichtelwicht. Vor einer langen Zeit, Golrim. Ach, keine Ahnung. Übersetzt selber. Ich kann es euch mal erklären. Vor einer langen Zeit sind mächtige Kreaturen. Golrim ist eigentlich das Reich des Leichenfressers. Die sind aus einem anderen Universum, sind Kreaturen gekommen, haben angegriffen. Niemand konnte sich entgegenstellen und ja, seit 100 Jahren wird das Reich halt unterdrückt, aber es gibt eine neue Chance durch einen riesigen Feuerball, was glaube ich, kommt auf jeden Fall neue Hoffnung. Gargoyles Quest. Ghosts'n Goblins. Von 1990 von Capcom. Okay, es scheint aufzunehmen, das ist gut, meine Sprache auch. Das Spiel läuft über Passwörter. Nein, 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 nein. Okay, kannst du mal durchlesen. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich das alles übersetze, aber ehrlich gesagt, wen interessiert die Hintergrundgeschichte, wenn man doch ganz viel Spaß im Spiel haben kann. Ja. Das Spiel läuft über Passwörter, ist ein altes Gameboy-Spiel. Ich habe es damals durch einen Freund kennengelernt, mit dem ich schon seit Ewigkeit nicht mehr befreundet bin, weil er cool geworden ist, während ich eher so der Außenseiter geworden bin. Ja, ist ja auch egal. So. Sorgen wir dafür, dass wir ihn nochmal gegentreten. So, die Passwörter. Ah, mit Start. Wollte gerade sagen. Es sind relativ große Passwörter, wie man jetzt gerade sieht. Und ja. Ja. Wie komme ich denn zurück? Ah, mit Select. Ja. Ach, man kann es gar nicht direkt machen, das wird nur übersprungen. Wir starten einfach mal. Ach, das ging so los, das weiß ich gar nicht mehr. Eine unbekannte Armee hat angegriffen. Das Königreich wurde. Und er kommt irgendwie da reingelaufen. Sie sind sehr stark. Früchtebrand. Nein, ich weiß, dass es das nicht heißt. Kehre zurück zu dem Reich. Sofort. Beeilung. Bevor die Dimensionsportale schließen. Schließen, bevor die sie hergeführt haben. Willst du nicht nochmal herkommen? Ich wusste nicht mehr, dass es so angefangen hat. Das Spiel wird gleich vollkommen anders aussehen. Ihr werdet euch noch wundern. Das ist immer nur das, wenn wir in der Welt rumlaufen. So, ich erkläre euch kurz. Wir können springen. Wir können kurz fliegen, aber da unten das W, unsere Wings, wir können schießen. Aktuell immer nur einen einzigen Schuss. Und dieses L da hinten ist unser Leben. Im Gegensatz zu dem. Hinten brennt erstmal alles, ich muss mal mein Mikro wieder richten. Die Musik ist erstmal sehr cool. Wir können uns an Sachen festhalten. Wir können aber nicht. Also wir können nicht hochklettern, das geht nicht. Ein paar von den Kreaturen, weiß ich noch, wie sie heißen, die Dinger bringen jetzt erstmal in diesem Level noch nichts. Sie bringen uns erst was, wenn wir aus den Levels raus sind. Hier könnte man hoch, oder? Wie weit geht's denn da? Ah, da geht's natürlich nicht weiter. Also in dem Heft damals, das passiert, wenn wir Schaden kriegen. Wir haben bloß zwei Leben, das ist anfangs echt gemein. Ich glaube, die hießen Watching Eye oder so, ich weiß es nicht mehr. Wie ihr seht, das zu bekommen, wir können es mal versuchen. Wir haben es sogar geschafft. Die sind wieder da. Okay, manchmal brauchen sie zwei Schuss.
ein paar von den Kreaturen, also es waren 8 Kreaturen damals im Heft abgebildet, das weiß ich noch. Das Vieh glaube ich auch. Fuck. Die glaube ich auch. Aber ich weiß halt nicht mehr die Namen von allen. Ich weiß noch von 3. Ich glaube, hier ging's. Ah, okay. Springen wenigstens nur von einem Grund zum anderen. Ich weiß nicht, ist hier oben noch irgendwas? Also, wenn ich einen Schuss abgegeben habe, kann ich erstmal keinen weiter. Boah. Ich muss mal oben lang zu gehen. Ich glaube, da muss ich. Kann ich lang. Hier gab es einen Trick, hier konnte man irgendwie durch. Irgendwie konnte man da durchglitschen. Aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ein großes Problem ist aktuell eigentlich unsere Reichweite. Okay, jetzt will ich wissen, was hier unten ist. Ach, egal. Wir können natürlich später noch mehr Reichweite kriegen. Ducken konnte ich mich nicht, nee. Das schaffe ich auf keinen Fall. Es ist kacke, nur so wenig Leben zu haben. Ah! Ha. Es wird auf andere Weise später schwer. Wir haben zwar später mehr Leben, aber natürlich auch stärkere Gegner. Okay. Oh, es bringt mir gar nichts, dass ich hier lang gehe. Ach, so ein Mist. Ich muss da hinten lang. Na super, ich glaube, da werde ich gleich das erste Mal sterben. Wir haben ein Leben. Diese Vials, das da unten, was man sieht, wir haben da unten Schusskraft, das unterste. Also, wo es Viereck drunter ist, wir haben bloß eine. Unsere Sprungstärke ist auf 1. Vials, da kommen wir noch später. Ich habe sie immer Vitalitas genannt. Und Leben. Herzen respawn übrigens nicht. Kack, jetzt bin ich gesprungen. Das war ein Versehen. Ich wollte eigentlich. Muss ich von vorne anfangen? Nee, muss ich nicht. Okay, ich glaube, ich gehe gleich im ersten Level Game Over. Ach, jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Der Anfang ist ehrlich gesagt schon echt ein bisschen hart, wenn ich ehrlich bin. Wenn du da als kleiner Zwutsch angefangen hast, habe ich noch die 10 Vials? Ja, die habe ich noch. Angefangen hast zu spielen, dann wirst du gleich mit sowas hier konfrontiert. Das kann ja schon mal ins Leben versauen anfangs. Ich hasse diese Stelle. Und wie ihr seht, sobald wir irgendwo dran springen. Ja, das, ich hab gewusst, dass das passiert. Haben wir wieder neue Kraft. Da. Wie ihr seht, schießt er diese Augen. Oh, ich wollte gerade sagen, komm jetzt bitte nicht direkt hier.
Nicht berühren. Der war, glaube ich... Warte mal kurz, das mit dem Mikro stört mich gerade wirklich. Das rutscht immer wieder runter. Ich glaube, er hat mich... Wie gesagt, ich kann immer nur einen Schuss abgeben. Und wir haben ihn. Und da ist der Ausgang. Da können wir ins Portal. Du bist durch das Dimensionsportal und hast das Reich des Leichenfressers erreicht. No one. Niemand, der mit dir sprechen möchte. Use. Nicht zum Benutzen. Was hört man noch? Level? Ah. Springen, Flügel, Leben. Oh, haben wir wieder zwei Leben? Ach, Talisman haben wir keine mehr, aber 16 wir alt. Was war das? Kann Feind endlich... Ah! Suchen. Wir werden hier permanent angegriffen. Irgendwo hier gab es Zeug, das weiß ich noch. Das sind alles... Wir werden angegriffen. Auch noch von denen. Die Probleme... Achso, es sind zwei. Die Viecher sind die schlimmsten am Anfang. Ein Treffer von denen macht zwei Schaden. Und wir haben bloß ein Leben. Sobald das letzte Ding aus der Karte ist, ist es aber gewonnen. Also ein Treffer von denen bringt zwei Schaden, ist am Anfang echt noch tödlich. So kriegen wir auch diese Vials. Oder die Vitalitas. Ich weiß nicht, ob hier auch noch... Durch das Portal konnte man, glaube ich, nicht mehr zurück. Ah. Du musst halt echt abpassen, wenn die dich erwischen, bist du sofort tot. Es wird noch andere Gegner geben. Ah, das waren eigentlich mit die schlimmsten. Und ich habe eigentlich gedacht, die haben am meisten gegeben. Okay, das war wahrscheinlich später, wo man mehr kriegt. Ey, ich vergesse, ich bin's wieder, euer Wichtelein von Wichtelein TV. So, mit denen kann man reden. Wer bist du? Du wirst hier nicht mehr rauskommen. Ah, genau, an die. Ich glaube, gegen die muss man meistens kämpfen. Wie ihr seht, man ist auch immer wieder voll mit Leben, sobald man aus dem Gefecht raus ist. Das ist noch mit am leichtesten. Es kommen natürlich später, in späteren Leveln noch viel gemeinere Monster. Yay! In solchen Ecken wurde früher immer gerne was versteckt. Piranha Bytes hat das vor allem gern gemacht. Ja, da wirst du nicht mehr rauskommen. Okay, hier wird gerade sauber gemacht. Das hoffe ich, hört man nicht. Sieht nicht so aus, ich sehe auf meiner auf meinem Ding nichts. Wenn ihr jetzt diese Hintergrundgeräusche habt, das hat was mit dem... mit dem Geist des Leichenfressers hier zu tun haben. Hat mit dem Geist des Leichenfressers hier zu tun. Da oben ist auch noch einer. Ah, wenn man oben gegangen ist, muss man zweimal kämpfen. Ich nehme die mit, denn wir brauchen die Vitalitas. Ja, ich nenne die absichtlich so. Ich glaube, man konnte bis zu vier mit einmal kriegen. Kann ich die benutzen? Kann ich dich durchsuchen? Ja, wir sind hier nicht bei Mist Survival. Bei Mist Survival konnte man ja den Berserker schön durchsuchen. Ach nee, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Okay. Wenn das hier rauskommt, ist die Folge von Mist Survival noch lange nicht draußen. Ich habe vorgestern gegen den Berserker gekämpft. Guck mal, wie
billig das Wasser noch animiert ist. Aber es hat uns gereicht. Und guck mal, da ist ein Fehler. Seht ihr das, diese Randdinger? Das ist eigentlich ein Fehler. Vielleicht soll es eine Art Brandung darstellen. Ist mir früher nie aufgefallen. Ich meine, hier waren an einigen Stellen Sachen versteckt. Obwohl, man findet... Man kann drei Sachen in der Welt finden. So. Das sind einmal Vitalitas. Dann noch einen speziellen Gegenstand, glaube ich. Ich glaube, es gab noch einen einzigen speziellen Gegenstand. Den man aber auch auslassen kann. Man kann die Vitalitas finden. Und leben. Habe ich jetzt mehr gesagt? Hier haben wir was anderes. Ein Dorf in dieser Welt. Ich habe nie mit den Leuten geredet. Mit dem Talisman des Zyklons kannst du deinen beschädigten Körper wiederherstellen. Wenn du die Essenz des Soulstream kannst, the wounded can be healed. Ah, wenn wir das Soulstream finden, können wir die Verwundeten heilen. Schön. Ey, ich will mit dir reden. Die meisten von uns wurden besiegt. Einige, die zurückgeholt wurden, verstecken sich hier. Hier konnte ich verschiedene Sachen machen. Oh, guck mal. In die Häuser gehe ich gleich erst rein. Yay. Das klingt wie ein Pokémon, oder? Als sie angegriffen, Baron Shark verlor den Gremlin-Stock, den ihm König Darkhorn gegeben hat. Das sind ganz wichtige Infos. Shark ist mit dem zweiten Gesicht gesegnet. Suche ihn auf. Früchtebrand. Du hast es endlich geschafft. Ah ja, hat man. Muss mal kurz gucken. Ich glaube, das war dein Passwortgeber. Wir Leichen... wir Ghule können bei... Chanting, weiß nicht... Restoration Spell... Ah, mit dem Wiederherstellungsspruch. Ah, das ist unser Passwort, unser aktuelles. Ja, das... Er nennt uns die Worte, wir sollten sie nie vergessen. Ich habe zum Glück meine mystische Aufnahme, mit der ich das immer wieder anschauen kann. Schwarzes Licht. Nur ein Restaurierungszauber kann helfen, wenn du von der Dunkelheit berührt wurdest. Das heißt, im Grunde, wenn du besiegt wurdest. Ich weiß nicht welcher, ich glaube hier war es. Ja, ich glaube. Ach egal, ich spreche jetzt einfach mit denen. Ah, nee, der tauscht. Ja. Er tauscht 8 Vitalitas gegen ein Talisman des Zyklons. Mehr wären nützlich. Hab ich noch mehr? Ich könnte wahrscheinlich noch einmal. Entschuldigung. Da ist nicht genug Vitalitas. Okay, dann. Jetzt fühle ich mich erstmal sicher tatsächlich. Man kann hier an verschiedenen Stellen des. Den Ort wieder verlassen. Man geht aber dann trotzdem hier durch. Okay, ich kann nicht mit ihm reden. Die haben ein Schild, wie man sieht. Geht doch. Habt ihr es gesehen? Er dreht sich komischerweise nochmal um, wenn man ihn eigentlich besiegt hat. Okay, der hat sich aufgelöst. Ich habe keine Ahnung, warum das gerade passiert ist. Ach, das waren beide. Okay, mein Fehler. Die sind zusammengeschrumpft zu einem Klumpen. Krieg mal ein oder zwei. Naja. Anfangs noch relativ leicht. Hilf mir. Du bist keiner von denen, oder?
Ich hatte solche Angst vor den Angreifen. Geh nach Osten. Eine Brücke. So. Wie ihr seht, da komme ich nicht hoch. Feuer tötet uns aktuell sofort, denn ehrlich gesagt, Feuer macht 2 an Schaden. Und wir haben bloß 2 Leben. Wir sind schließlich Früchtebrand, wir bestehen aus Alkohol. Das ist der Raum des Baron Jark. Mit dem solltet ihr reden. Ich bin Jark. Ich habe Angst, ich kann dir nicht helfen. Ohne meinen Gremlin-Stock sind meine Kräfte sehr begrenzt. Wenn ich ihn nur zurück hätte, ja? Du hast es! Das ist... Der Fingernagel, Spectral, weiß ich nicht, was heißt. When you have it, you will be... Come light and be able to... Fly higher. Okay, wir können höher fliegen, beziehungsweise wir können eigentlich höher springen. Keine Ahnung, wo ich diesen Stick her habe. Ne, ernsthaft, ich habe wirklich keine Ahnung. Sollten wir den mitnehmen? Kann gut sein, ich weiß es nicht mehr. Jetzt können wir höher springen. Seht ihr? Es ist nur wenig, aber es macht einen deutlichen Unterschied. Können wir auch schon ein bisschen weiter fliegen? Ich glaube noch nicht. Hier gibt es, glaube ich, gar keine Gegner. Außer diese komischen Feuersäulen, die können wir aber nicht zerstören. Warum auch immer diese Feuersäulen hier auftauchen. Ich glaube, diese Feuersäulen machen nur 1 Schaden. Mist. Egal. Wenn wir übrigens zurück wollen, müssen wir auch diesen Weg zurücknehmen. Also da können wir nicht das Level nochmal von vorne starten. Wir fangen wirklich am Ende des Levels an. Diese Kämpfe werden irgendwann lästig, glaubt mir. Merkt ihr den Unterschied? Das ist schon ziemlich cool, oder? Au. Ich kann es eigentlich auch so besiegen, wenn ich ehrlich bin. Einfach runterspringen und plattschießen. Hauptsächlich kriegen wir Vitalitas. So, hier war, glaube ich, ein Leben. Wenn wir das jemals erreichen... Das nächste Schloss wird nochmal richtig arschig. Ja, ein Vitalitas. Ja, ein Talisman des Zyklon. Wir gehen erstmal unten lang und dann gehen wir oben lang, ja? Oh, ich wusste gar nicht, dass hier irgendwo lang geht. Ich muss einfach gucken. Hä? Ein Gargoyle kommt so nah in die... Beeindruckend. Hier wirst du sterben. Ja, also diese komischen Geister sind jetzt nicht besonders. Wenn ich mich recht entsinne, kriegt man von jedem Endgegner, den man besiegt, was Besonderes. Außer von dem ersten. Oh, 2 Vitalis. Achso, ja, es war wieder ein Ansprecher. Das werde ich euch aber noch erklären. Das will ich nicht vorwegnehmen. Denn es gibt einen Grund, warum wir von dem ersten Endgegner eigentlich noch nichts kriegen, außer den Eingang ins Portal. Kann ich nicht ein bisschen schwimmen? Oh, ich hätte es gedacht. Alles voller Berge und... Und Wälder. Ich glaube, das sollen Wälder darstellen, diese einzelnen Bäume. Da will ich aber nicht rein. Noch nicht. Ich werde es oben rumgehen. Denn hier war noch jemand, den man sprechen konnte. Das weiß ich. Oh, so lange lief die... Ich wollte gerade sagen, so lange lief die Musik noch nie. Die sind uns gar nicht gewachsen. Langsam vermisse ich die Starken. Die haben wenigstens ein bisschen Herausforderung. Hier oben ist der Palast des Darkoan. Ah, der lässt uns nicht durch, der Arsch. Der Gremlin-Stock.
Du bist ein dummer, ich weiß nicht, was Henchman heißt. Dieses Barons. Wahrscheinlich Wicht. Ich habe diesen Stick in den großen Turm der großen Monsterturm gepackt. Ah! Oh nein, wie besiegen wir die nur? Ah, das war schon. Da gab es auf dieser Karte gar nicht bloß die zwei. Ach so, ich habe den Stick noch gar nicht gegeben. Ich habe bloß gesagt, ich hole ihn. Ich wollte eigentlich suchen.